So, ich bereite heute eine Vorspeise vor, und zwar nennen wir die Mou im Grün. Das ist ein Frischkäse aus der Königsmünsterabtei von Meschede. Das ist immer ganz witzig, wenn man da anruft, da meldet sich immer so ein Bruder Abt und mit dem macht man dann die Bestellung. Das finde ich immer ganz witzig. Oder? So, dafür brauchen wir 3 Scheiben durchwachsenen Speck und den leckeren Käse. So, da schneide ich dann 3 etwas dickere Stücke raus im Speckmantel. Das gibt einfach diesen gewissen leckeren Geschmack. Das harmoniert sehr gut miteinander. So, der wird jetzt von beiden Seiten schön kross angebraten. Dann schmilzt der Käse so ein bisschen und gibt einfach einen leckeres harmonischen Geschmack. So, dann immer ein bisschen schönen Salat, ein bisschen Kopfsalat, ein bisschen Kräutersalat. So, sehen Sie, der Speck ist schon schön leicht knusprig. Der Käse schmilzt so ein wenig an. Ist einfach sehr lecker, schön krustig und schön weich. Zur Erfrischung etwas Melone dran jetzt im Sommer. So, 2 Scheiben Brot dazu. Und fertig ist das Gericht. Das ist eine kleine, leckere, leichte Vorspeise. So, dann würde ich sagen, wünsche ich guten Appetit. Weil